Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einer Liste en deux mit Pinke und Contra. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier mit Ramsch spielen. Das werden wir gleich sehen. Masse 18. Kann ich das irgendwo sehen, wenn ich hier auf Info klicke? Nee, leider nicht. Herz. Kontra. So, ja. So, das ist mal interessant. 12, ein Kreuz, Piken. Tja, ich glaube, ich muss mal Karo König spielen. Den muss er eigentlich stechen. Ja, sonst schmeiße ich Pik weg. Ja, aber er hat trotzdem gute Chancen zu gewinnen. Weil hat er Kreuz 10 gedrückt? Muss ja, sonst hätte er sie gespielt. Naja, 62, krass. Passe. Vielleicht ist es auch eine Sie. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir hier mit Ramsch spielen. Na, egal. Passe. Gucken wir. Ja, es wird mit Ramsch gespielt. Fangen wir mal mit dem blanken Ass an. Ja, also wir spielen also mit Ramsch. Passe. 18. Das heißt, ich spiele ja immer mit Pinke, also mit, Herz. Dass Geld in die Pinke kommt. Passe. 18. Pik, einmal offen. Ah, scheiße, ey, genau. Die Trümpfe dagegen. Tja. Ja. Ich rechne den jetzt nicht durch. Na, ich kriege auf jeden Fall noch die zwei Asse. Passe, passe. So, es wird geramscht, den nehmen wir schon mal mit. Oh,
Den hätte ich besser 18. spielen können. Na, Karo, dass er kein Herz mehr hat. Herz drunter bleiben. Optimal, dann kriege ich gar nichts. Passe. Ja, Ramsch ist so ein bisschen Glücksspiel. Herz. Kontra. Re. Oh, nee. Nicht geöffnet und er sagt Reh, aber er hat auch ein Glück, ne? Dass alles verteilt sitzt hier. Pik 2-2, Karo 2-2. Na, Kreuz hat er gedrückt. Ja, gar keine Chance. Oh, Schneider. Das hätte ich verhindern können. Das war schlecht gespielt von mir. Muss ich im gleichen Kreuz. Ah, das ändert nichts. Ich kann auch Trumpf spielen. Und dann Karo vielleicht. Ja, doch, so. Ich komme aus dem Schneider raus bei dem Spiel. 18, passe. So. Ja. Ich glaube, hier kriege ich ordentlich auf die Fresse. Egal. Karo. Kontra. Eine Mini-Chance habe ich. 8, 24, 32, 43, 44. Ich muss den Pik schneiden. Pik muss 2-2 stehen. Oder ich muss die Kreuz 10 blank kriegen. Lol, das ist ja witzig. Ah, ist ja geil. Jeder eine Farbe frei. Das ist ja lustig. 18, passe. Der eine Pik frei, der andere Karo frei, Kreuz frei. Schwieriges Ausspiel. Interessant. Vier Trumpf gegen. Ach, egal, ich hau den rein. Das ist natürlich genau. Ich biete Ass 10 an und der hat ja zwei Kreuz gedrückt. Das ist so geil. Ach, ist das schön. Ach Gott. Ist das krank, ey, wie die Karte steht. Achtzehn, passe. Grand, einmal offen. Passe. 18. Peak. Ah, schon wieder vier Trümpfe gegen und Karo frei. Ja, super. Das ist nicht normal. Ach ja, da kann ich auch nicht gewinnen. Auch mit meinen drei Assen. Na, jetzt hat er mir natürlich einen Gefallen getan.
Aber 60 hat er natürlich vorher, hat sie vorher18, ausgerechnet, passe. dass das auf 60 geht. Zweimal offen. Was, den spielt sie? Sehr krass. Vier Trümpfe gegen, naja. Das ist ja wohl ein Witz, dass sie den spielt. Passe. 18. Herz. Achtzehn, passe. Pik, einmal offen. Vier Trümpfe gegen. Herz steht 2-2. Passe, passe. Ja, den hat sie mal richtig schön auf die Fresse gekriegt. 18, passe. Den Ramsch. So, jetzt könnte ich Hand spielen, ne? Skat aufnehmen? Nein. Kreuz, Hand, zweimal offen. Kreuz, zweimal offen. Hand. Weil der zählt nämlich jetzt wie ein Grang. Ja. Herz 10 liegt im Skat. Aber vielleicht liegt noch ein Kreuz im Skat. Ich stech mal mit der Dame. Passe. 18. Pik. Oh, das ist gut. Obwohl, Trümpfe kriege ich zwar alle, aber Herz sieht nicht gut aus. Naja, ist egal. Passe. 18. Ja, das mit Ramsch ist interessant. Kontra. So, Herz, ne? Habe ich nur Ass, 10, König. Ja, gut, Karo steht 2-2.
Scheiße.18. Passe. Wenn ich den Kreuz vorhin in Vorhand gehabt hätte, hätte ich natürlich einen Grand Hand gehabt, zweimal geöffnet. Pik. Kontra. Fünf Trümpfer wieder. Kreuz zu dritt, Karo Ass 10, Karo Ass 10, Herz Ass, König, da hat er wahrscheinlich den König gedrückt und Kreuz 10, tippe ich mal. Kreuz König, König Lusche. So, Trumpf, Herzstichter, Ja, da muss ich, ja, ich krieg aber dann irgendwie nicht mehr genug nach Hause. Herz König Kreuz 10 gedrückt. Naja, egal. Passe, passe. Passe. 18. Tja, da muss man wohl Grang mitspielen, ne? 8 gedrückt. Kreuz König, Karo König. Ach, wir spielen den zweimal offen. Ja, zweimal offen. Passe. 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 Ja, das war der Karo ohne Siebenen mit Kontra, der das Spiel so hier verdreht hat. Vier Trümpfe, sechs Trümpfe.
Zwei Karos gedrückt, okay. Naja, er hat Herz Ass, er hat Kreuz Ass, er hat starke Trümpfe. Einen Trumpfstich mache ich noch. Kreuz Ass hat er blank. Ja, dann spielen wir mal, dass der Kreuz abwerfen kann. Passe. 18. Karo, zweimal offen. Passe. Passe. Achtzehn, ja, zwanzig, ja, zweiundzwanzig, ja, dreiundzwanzig, ja, vierundzwanzig, ja, siebenundzwanzig, ja, dreißig, ja, dreiunddreißig, ja, fünfunddreißig, ja, sechsunddreißig, ja, vierzig, ja, vierundvierzig, ja, fünfundvierzig, ja, sechsundvierzig, ja, achtundvierzig, passe, Herz, zweimal offen, Hand. Ah, okay. Glücklicherweise kommt er nie ins Spiel. Das war's. Mehr gibt's nicht. Das war ein schönes Ding. 18, passe. Hier könnte man über Null nachdenken, aber König Lusche. Grand, zweimal offen, Hand. Unverlierbar das Spiel. Ja, guck mal hier. Jetzt hat er die Pink gezogen. Für das Spiel hat er 6 Euro 45 gekriegt. 18, passe. Herz. Kontra. Ja, man kann auch den Kreuz spielen. Zweiunddreißig. Passe. Passe.
18, passe. Null. Kontra. Passe. 18. Grand, zweimal offen. Hand. Schaukönig steht zu dritt, ja. Aber Kreuz Ass 10 fällt nicht, ja, das ist kein Problem. Spielt der denn? Für einen Scheiß. Passe, passe. Ich habe trotzdem verloren, obwohl ich die zwei Vollen Passe. nicht gekriegt habe. 18. Oh, ist das ein Mist, ey. Kreuz. Vier Trümpfe gegen und sagt kein Kontra. Wow. Das ist erstaunlich. Naja, ich kann sowieso nicht gewinnen. Da war aber mehr drin. Ich glaube nicht, dass ich den gewinnen kann auf normalem Wege. Passe, passe. Was? Ich verliere trotzdem? Das gibt's ja gar nicht. 18? Ja. Passe. Herz. Einmal offen. Kontra. Ja, habe ich gewonnen. Kreuz steht 2-2. Das Beste, was ich jetzt spielen könnte, ist Herz Lusche, Abwurf Kreuz. Ja, macht's auch. Aber es reicht ja trotzdem nicht.
Hätte ich mal vielleicht Reh sagen sollen. Passe. Passe. Was? Gibt's doch gar nicht. Passe. 18. Kreuz, zweimal offen. Oh, gibt's ja nicht. Karo frei. Nein, das kann nicht wahr sein, ey. Oh, wie die Karte steht. Ich hätte mir Karo Ass auch blank drücken können, ne? Ja. Na, Pik 10 kriege ich auf alle Fälle noch. Sechzig. Lol. Lol. Das war ja lustig. Das war ja wirklich lustig. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Wie die Karte stand. Fünf Trumpf, sechs Trümpfe mit drei Asse dabei. Vier Trümpfe gegen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das stand ja wirklich lustig. Naja, trotzdem, 7 € nur verloren, das geht. Wie ist denn die, warte mal. Quatsch, hier wollte ich gucken. 13 zu 4, 9 zu 0. Ja, interessant waren die Ramsche, dass ich, ja, ramschmäßig, warte mal, wie können wir das sehen? Ramsch, wie viel Ramsche haben wir gespielt? Wo sieht man das? Eingepasst hier. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Ramsche. Und wie sind die ausgegangen? Jetzt, warte mal. Quantus ist hinten. Den ersten Ramsch habe ich gewonnen. Den zweiten Ramsch habe ich verloren. Also 1, 1. Gewonnen. 2, 1. 2, 2. 3, 2 für mich. 4, 2 für mich. 5-2 für mich. 5-3. 5-4. 5-5. Ja, die Ramsche sind 5-5 ausgegangen. Und ja. Ja, das teuerste Spiel waren also zwei Spiele. Einmal das hier, der Granghand mit Zweien. Zweimal geöffnet. War da vor allen Dingen, weil da 3,76 in der Pinke war. Und das Spiel hier natürlich, der Karo ohne 7 mit Contra, der hat die Pinke überhaupt erst gefüllt. Da, für dieses Spiel habe ich halt 5,76 € bezahlt und für dieses Spiel quasi ja, 3 € und er hat die Pinke rausgezogen. Das waren die zwei Spiele, ne? Also die zwei Spiele zusammen ist mehr als das, was ich verloren habe. Ja, gut. Das war's dann von mir. Ich sage Tschüss und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Quantus.